الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد فآت مسلما. Leider ist es so, dass der größte Teil der Menschheit heute nicht nach der Offenbarung Allahs lebt. Deswegen verloren auch, was mein Thema heute ist, Freund und Freundschaft an Form und an Wert. Denn allzu oft basieren Beziehungen heute auf wahrgenommenen materiellen Werten. Seien diese finanzieller Natur, oder auch manchmal weltliche andere Privilegien, geprägt von weltlichem Status. Und diese Kontakte dann zueinander bestehen solange dieser materielle Nutzen vorhanden ist und endet, sobald dieser Nutzen nicht mehr da ist. Darüber hinaus verbringt man Zeit meist im Wettstreit um weltliche Sachen, um Vermehrung, um sich gegenseitig dort drin zu überholen, statt Zeit damit zu verbringen, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Investiert man also immer mehr kollektiv für das Diesseits. Und derartige Freundschaften sind verdorben, verzeiht mir den Ausdruck, sie stinken. Und sie verschmutzen die Rechtschaffenen, die sich leider auch dann in solch Beziehungen verwickeln lassen. In der Tat führen auf Fehlleitung und Sünde basierende Freundschaften am jüngsten Tag im ewigen Leben auf Bedauern. Allah sagt im Koran, O wehe mir, hätte ich doch nicht den und denjenigen, den so und so zum Freund genommen. Er hat mich von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Und der Schaitan pflegt den Menschen stets und immer im Stich zu lassen. Er lügt nur. Und wenn du dann dort bist, wo er dich haben wollte, dann lässt er dich dort im Stich. Und du bleibst mit deinen Sünden und mit der Fehlleitung. Damit ist jener gemeint in diesem Vers, der andere von der Rechtleitung abgebracht hat und in dem Weg der Fehlleitung bestreiten ließ. Es war Umayyah bin Khalif zum Beispiel oder sein Bruder Ubay bin Khalif oder jemand anderes. Und Allah warnt die Menschheit, indem er sagt, Al-Akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-Muttaqin. An dem Tag werden Freunde eines anderen Feind sein, außer denjenigen, die gottesfürchtig sind. Aber die anderen, die nach materiellen Sachen diese Freundschaften gepflegt haben, sie werden Feinde sein an diesem Tag. Der Prophet wurde von Allah angehalten, sich in die Gesellschaft von Rechtschaffenen zu begeben und wurde davor gewarnt, andere Gesellschaften zu suchen oder sich mit ihnen anzufreunden. Im Koran heißt es, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herren morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. So befahl Allah dem Gesandten Allah, sich zu den Mu'minun, zu den Gläubigen, zu denen zu gesellen, die Allahs gedenken, ihn als ihren einzigen Herren anerkennen, morgens, abends, einzig und allein Allah Lob preisen, seine Grüße bezeugen und gehorsame Diener Allah sind. Nicht, ob sie reich sind, ob sie arm sind, sondern ob sie gottesfürchtig sind. Das war das einzige Kriterium. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu berichtet. Er sagt, wir begleiteten den Propheten, 6 Leute waren wir, sagt er, in Mekka noch, in den schwierigen Tagen. Und die Götzendiener, die Mushrikun, sagten zu ihm, vertreibe sie, diese 6, die du um dich drumherum hast, damit sie uns nicht verärgern. Ich war dabei. Ibn Mas'ud dabei. Ein anderer. Bilal war dabei. Und dann hat Allah diesen Vers offenbart. Vertreibe sie nicht, sondern halte dich immer mehr mit diesen Leuten auf. Und als nun die materialistischen Quraysh, die Mushrikun, den Gesandten Allahs aufforderten, seine schwachen, aber bei Allah geliebten, rechtschaffenen Gefährten, wie etwa Bilal, Ammar, Suhaib, Habbab, radiallahu anhum ajma'in, wegzuschicken, hat Allah ihm das verboten.
jene, die wahrhaftig nach dem Wohlgefallen Allah streben, verehrte Brüder, und der Belohnung des Paradieses nacheifern, verbringen ihre Zeit mit den Rechtschaffenen und werden ihre Freunde. Denn der Prophet sagt in einem Hadith, Ar-Rajulu ala dini khalilihi, falyandur ahadakum man yukhalil. Jeder von euch folgt der Religion seines Freundes. Also solltet ihr darauf ganz strikt achten, mit wem ihr befreundet seid, sagt er. Und Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Folgendes gesagt hat: La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Befreunde dich nur mit denen, die Gläubige sind, die Mu'minun sind. Und lasse von deinem Essen nur denjenigen teilhaben, der gottesfürchtig ist, Taqwa hat. Also setz dich nicht mit anderen an einen Esstisch. Verbringe keine Zeit mit ihnen. Und befreunde dich nicht mit ihnen an. Er hat es verboten. Wir leben in einem Zeitalter des Kapitalismus, wo Handel und Geschäfte oder das Geschäftstreffen im Vordergrund stehen. Eben deshalb sollten wir uns Zeit, wenn man sich diesen Ausspruch des Propheten anhört, immer mehr nicht nur für Geschäfte, sondern mit dem Mu'minun verbringen. Und der Gesandte sagte auch, der beste Freund bei Allah ist derjenige, der am besten zu seinem Freund ist. Und der beste Nachbar bei Allah ist derjenige, der am besten zu seinen Nachbarn ist. Lasst uns keine Zeit oder Tat in der Gesellschaft der Rechtschaffenen geringschätzen. Jede Minute unter den Rechtschaffenen Dienern Allahs ist wertvoll. Selbst wenn es sich nur um ein kurzes Händeschütteln handelt. Denn Qatada berichtet, ich habe Enes radiallahu anhu gefragt, gehörte es zu den Gepflogenheiten der Ashab, also der Sahaba, der Gefährten des Propheten, dass sie einander die Hände schüttelten? Und er sagte, ja, genau so war es. Es war ihre Gepflogenheit. Lasst uns die Zeit in Gesellschaften vollständig ausnutzen und definitiv niemanden ausschließen und dem Menschen unsere volle Aufmerksamkeit geben. Lasst uns in dieser Zeit, in der die Leute keine Zeit mehr besitzen, wegen möchtegern Gründen, einander zu begegnen und sich damit zufrieden zu geben, ausschließlich via Nachrichten, WhatsApp oder anderen sozialen Medien zu kommunizieren, einen lebendigen Kontakt um Allahs Willen halten. Der hochgeschätzte Freund und Kamerad um Allahs Willen hob die Gefährten zur besten aller Generationen empor. Allah sagt im Koran, die Vorausgeeilten, also Sabiqun, die Ersten von den Auswanderern, und die Helfer, also die Ansar, und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, Allah ist mit ihnen zufrieden. Und sie sind mit Allah zufrieden. Die islamische Freundschaft, verehrte Muslime, brachte wahrlich die beste Generation dieser Ummah hervor. Sie liebten sich ausschließlich und nur für Allah. Wir, die zu einer Zeit leben, in der keine Propheten mehr unter den Menschen weilen, sollten einander daran erinnern, dass all jene, die von den Propheten am Tag des Gerichtes hoch geschätzt werden, die sind, die Freundschaften um Allahs Willen gepflegt haben. Wir lesen in einem Hadith, wo der Prophet Folgendes sagte, Allah hat Diener, die sind keine Propheten und auch keine Shuhada, also keine Märtyrer. Doch die Märtyrer und die Propheten werden sie am Tag der Auferstehung bewundern. Sie werden sie hochschätzen für ihre Nähe zu Allah und den Platz, den sie bei ihm bekommen haben. Da erhob sich einer, der auch dort war, als der Prophet das gesagt hat. Auf seinen Knien hat er sich gekniet, also er wurde so emotional getroffen von diesem Ausspruch, und sagte, ja, Rasulallah, was sind das für Leute? Sie sind keine Propheten, sie sind keine Märtyrer, aber die Märtyrer und die Propheten, sie schätzen sie, sie bewundern diese Menschen. Wer sind diese Leute, ja, Rasulallah, sagte er. Und der Rasulallah antwortete, Leute aus verschiedenen Menschen, Herkunft, Farbe, egal wo sie herkommen, Stämmen. Um Allahs Willen haben sie sich befreundet. Um Allahs Willen haben sie sich befreundet. Und nur deswegen haben sie sich für Allah geliebt und getroffen und auseinandergegangen. Und am Tag der Auferstehung wird Allah, der Mächtige und Gewaltige, ihnen Kanzeln aus Licht geben und vorbereiten. Die Menschen werden sich fürchten, aber sie werden sich nicht fürchten. Es sind die Schützlinge Allahs, über die keine Furcht kommen wird. Sie werden auch nie traurig sein, sagte er. Verehrte Muslime, lasst uns durch Freundschaften um Allahs Willen auch in diese Position hervorbringen, denn das ist der Weg, wie man das erreichen kann.
So lasst uns sicherstellen, dass wir die Zeit schaffen, die wir in Anwesenheit Rechtschaffener verbringen und unseren Dien erlernen. Und der beste Nebeneffekt ist, wenn man mit Muslimen, mit rechtschaffenen Dienern Allahs zusammen ist, dass man in solchen Momenten erst gar nicht sündigen kann. Das ist der beste Weg oder die beste Methode, wenn jemand sagt, ich versuche es, aber ich komme nicht von Sünden ab. Dann halte dich immer mehr und öfter mit Muslimen auf, in den Runden von Rechtschaffenen. Denn irgendeiner wird dich immer ermahnen und irgendeiner wird dich mitziehen. Und du wirst davon definitiv profitieren, im Diesseits und im Jenseits. Lass uns sicherstellen, dass unsere Freundschaften anstelle des Anstachelns von Rivalität oder irgendwelche weltlichen Güter darin bestehen, um die hohen Ränge im Jenseits wettzueifern. Durch besseres Wissen über den Islam und in Fülle an guten Taten, und zwar Allahs Wohlgefallen anzustreben und zu erreichen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة